So, liebe Leute, und da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Und die WDR-Fernsehzuschauer, die kommen erst so in etwa 8 oder 9 Minuten zu uns. Aber wir können natürlich schon anfangen, wie immer freitags, mittwochs und montags eine freie Themennacht, also auch heute am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, der erste Anrufer heißt Thomas und ist 54. Guten Morgen. Hallo? Hallo. Ja, Thomas, du hörst mich. Ja, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung, wenn wir beide uns hören. Wir hatten auch schon mal Kontakt, das war der 23.05. letzten Jahres. Sag bloß, um was geht's denn heute? Heute geht's um, meine Mutter respektiert meine Intimsphäre, meine Wohnung nicht. Wie alt ist deine Mutter? Die ist 21 Jahre älter wie ich. So, dann muss ich jetzt erstmal rechnen. Das heißt, wie alt ist sie? 76. 76. Wohnst du alleine? Ich wohne in einer eigenen Wohnung. Ich wohne im Elternhaus, habe mir da das Dachgeschoss als eigene Wohnung nutzbar gemacht. Ja, du bist Single? Zwangsläufig. Wir hatten uns letztes Jahr über meine Trennung unterhalten. Ja. Und meine Mutter hat sich nach meiner Trennung hier sehr nutzbar gemacht. Ja. Was heißt das? Angeboten, sprich, ich mache deine Wäsche, komm runter zum Mittagessen und so weiter und so fort. Was ja ganz nett und praktisch ist. Ich hab's genossen, stehe ich dazu. Aber nun sagst du, sie mischt sich zu sehr bei dir ein. Inwiefern mischt sie sich ein? Ja, ganz einfach, sie kontrolliert mittlerweile alles. Das heißt, ich war Sonntag auf Montagnacht, ich hatte am Montagabend bei euch schon angerufen. Ja. Sonntag auf Montagnacht war ich bei einer Bekannten, hab dort übernachtet, bin um Sonntag um 13 Uhr gefahren, montags morgens um 9 Uhr war ich wieder hier. Ja. Wird aber meine Wohnung in kleinen Teilen umgeräumt, mein Schlafzimmerschrank war beschädigt, sprich, da hat sie an einem Teil Schlafzimmerschrank rumgerührt. Warum? Wo Winterklamotten drin hängen. Ach, sie wollte die irgendwie mal umhängen und... Weiß ich nicht, was sie wollte. Wir haben uns bis heute noch nicht ausgesprochen. Es herrscht momentan ein riesiges Schweigen hier im Haus. Ja, das ist natürlich auch heftig, wenn die Mutter die Wohnung umräumt oder da gewisse Veränderungen am Kleiderschrank vornimmt, während du mal eine Nacht weg bist. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du da ausgeflippt bist. Ich bin ausgeflippt. Ja. Ich koche heute noch. Ja. Und wie hat sie reagiert anfänglich? Gut, ich kam ins Haus rein und sie sagte nur, an deinem Kleiderschrank ist eine Tür kaputt gegangen. Habe ich den Kopf geschüttelt. Ja. Und bin halt erstmal hoch in die Wohnung und das sah ich, das ist ein ganz normaler Schlafzimmer, Kleiderschrank und so Schiebetüren. Er hat sein Alter, sie hat die Rollen mit Sicherheit mit Absicht kaputt gemacht. Sie hat halt die Tür kaputt. Okay, das hast du dann gesehen und dann bist du wieder runtergegangen und hast gesagt, ja, was ist denn hier los? Was hast du gemacht und wie hat sie darauf reagiert? Ja, ich habe nur die Tür bewegt und da hat es schon gerieselt von oben, sprich die Kugeln vom Kugellager müssen ihr entgegengekommen sein. Das war das Gespräch? Das war das Gespräch. Und du hast da nicht weitergemacht? Nein. Warum nicht? Ich war in dem Moment so oben auf, wenn ich da weitergemacht hätte. Ich hätte in dem Moment sowas von niedergemacht. Ja. Ja. Und hast du denn, das ist jetzt ein Beispiel, hast du vielleicht noch andere Beispiele, wo sie dir zu nahe tritt und dir zu sehr in die Intimsphäre hineinfuscht? Ja, zum Beispiel, durch das Single-Dasein habe ich einen alten Tisch da stehen, der ist schon 30 oder 40 Jahre alt, und hatte da zwei Altertumsstühle dran stehen, die mit Sicherheit nicht an den Esszimmertisch gehören. Ich fand es nur originell. Und hatte im Keller waren noch so zwei alte Lederstühle, die ich früher mal in meinem eigenen Büro stehen hatte. Ja, da stellte die Stühle weg und stellte die zwei Lederstühle hin. Ja, die alte Dame scheint keine Grenzen zu kennen. So ist denn, deine Beziehung auch wegen der Mutter kaputt gegangen? Nein. Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich muss klar sagen, da hat es sich total rausgehalten, Kompliment. Ja. Ja. Ja, Thomas, ich glaube, ich meine, es ist eine alte Dame von 76 Jahren. Da kann man natürlich auch nicht zu barsch sein. Aber man muss schon entschieden auftreten, finde ich. Und man kann seine Mutter lieben und trotzdem ihr Grenzen zeigen. Das musst du machen. Mein Problem ist momentan, ich bin Hartz-IV-Empfänger schon seit über 1,5 Jahren. Ja. Aus diesem Grunde von ihr finanziell abhängig. Ja.
Und in mir schlummert momentan folgende Überlegung, da ich als hälftiger Eigentümer in dem Haus mit drin sitze, dass ich den Zwangsverkauf einleite. Dieses würde bedeuten, dass dann die Mutter auch raus muss. Richtig. Was natürlich wiederum für die alte Dame auch der Horror sein müsste. Das scheint ja ihr Heimathaus zu sein. Ich hatte zu meinen Eltern nie eine gute Beziehung. Ich bin als Kind geprügelt worden. Ach so. Ja. Ach so. Mhm. Ich habe schon als 16-Jähriger lieber beim Nachbarn gearbeitet, wie hier damals am Haus zu helfen. Ah ja, also schlechte Biografie in dieser Hinsicht. Absolut schlechter. Ja. Das sind jetzt keine Sprüche oder was, sondern das sind Fakten. Nun ist das natürlich eine schwierige Situation. Man setzt natürlich auch nicht gerne eine alte Frau vor die Tür. Das Richtig? Ist für sie auch der Horror. Siehst ich du? Habe Respekt vor dem Alter. Aber irgendwo hört der Respekt für mich auch irgendwo auf. Und das ist momentan die Situation, wo ich am Schleudern bin. So, deswegen habe ich gerade gesagt, dass du ihr, auch selbst wenn du finanziell von ihr abhängig bist, vielleicht musst du das ja gar nicht sein. Du kannst ja immerhin mietfrei wohnen und dann müsstest du doch eigentlich auch über die Runden kommen, oder? Wie ich damals gebaut habe, habe ich Hypotheken aufgenommen. Ach so, okay. Dennoch finde ich, sollte, bevor man solche dramatischen Maßnahmen einfädelt, wie du sie gerade beschrieben hast, Hausverkauf, Mutterhaus und so, versuch es doch, soweit es irgend möglich geht, nochmal auf dem Weg des Gespräches. Mit der Frau kannst du nicht reden. Ja, aber du hast es ja auch noch gar nicht erst versucht, du bist weggegangen. Ich habe mit der Frau schon Gespräche versucht zu führen. Ja. Immerhin hast du gerade gesagt, damals hat sie sich ordentlich verhalten im Konflikt mit deiner ehemaligen Frau oder Freundin. Freundin was? Ja. Das heißt, da hat sie die nötige Distanz gewahrt. Vielleicht kann man sie ja dazu bewegen, vielleicht nochmal doch sich zu besinnen und auf eine solche Distanz jetzt auch wieder zu kommen. Wenn, vielleicht du könntest das ja sogar androhen, ich meine, das wäre ja auch noch ein vertretbares Mittel. Aber ist dann letztendlich auch nicht zu tun. Aber damit sie einfach merkt, so geht's nicht, so kann ich mich nicht verhalten. Also das Optimale wäre doch, wenn ihr beiden einen Waffenstillstand finden würdet und ihr dann in eurem Haus weiterleben könntet. Das wäre doch optimal, oder? Fall. Ja, sicher. Ja. Also, aber ich habe Bedenken, dass er jemals zu erreichen ist, aufgrund ihrem Verhalten. Ja, ich war heute Abend oder heute Nachmittag war ich beim Tierarzt mit meinem Hund. Rottweiler war ja damals Thema, Rottweiler konnte vor Freundin. Und war anschließend auf dem Hundeplatz, weil auf dem momentan Begleitung und Prüfung 2, also die Ausbildung dazu. Und ich habe meine Tür nicht abgeschlossen, aber ich habe hinter die Tür was gelegt, um zu merken, war sie in der Wohnung oder war sie nicht. Sie war heute ausnahmsweise mal nicht in meiner Wohnung. Thomas, ich finde, dass man das gar nicht genug probieren sollte, dass man das friedlich regelt, das Ganze. Ich würde dir gerne jetzt doch auch noch ein Gespräch mit Anja anbieten. Das wäre lieb, das war im Prinzip mein Ziel. Ja. Oder das Ziel meines Anrufs. Na wunderbar. Dann könnt ihr beiden nochmal beraten, vielleicht, dass du da vielleicht auch noch ein paar andere Strategien fährst, um ja so dein Leben da auch gut und ruhig führen zu können. Okay. Ja? Dann legst du bitte auf und Anja ruft dich gleich wieder an. Das ist lieb. Alles Gute, Thomas. Ganz herzlich. Tschüss. Und euch allen alles Gute. Danke, sehr nett von dir. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, gerade läuft der Vorspann des WDR-Fernsehens. Und jetzt warten wir noch ein paar Sekunden und dann ist die Gemeinde voll. Ist die Gemeinde vollzählig. 0800 220 5050. Jetzt ist das WDR-Fernsehen auch da. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Bitte die Verspätung zu entschuldigen. Wir haben hier schon angefangen. Wie immer, mittwochs mit einer offenen und freien Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit dem André. Und André ist 26 Jahre alt. Hallo, André. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. André, um was geht's? Ja, und zwar, ich hatte ja schon mit deinen Leuten gesprochen. Ja. Ich habe einen sexuellen Fetisch, einen sehr ausgeprägten. Ja. Und zwar, ich kann eine Erektion nur bekommen und auch einen Orgasmus, wenn eine Frau mich mit der Hand befriedigt und die Frau muss dazu so lange lackierte Fingernägel haben. Du weißt, wie ich meine, ne? Ich weiß, wie die Frauen so diese Fingernägel tragen. Ja, diese extrem langen, wo ich immer nie kapiere, wie diese Frauen einen Alltag leben können. Nee, so extrem lang nicht. Ja, wie lang? Wie viel Zentimeter?
weiß ich nicht, so 3 Zentimeter. Naja, 3 Zentimeter ist schon... Ja gut, und jetzt aber halt nicht so... Nicht solche Dinger, also nicht 10 Zentimeter. Zentimeter finde ich auch schon sehr viel. Also wenn ich mir vorstelle, 3 Zentimeter Fingernägel, wie macht man das im ganzen Alltag? Wie wäscht man sich? Ich verstehe auch nicht, wie die Frauen auf so High Heels laufen können, 10, 11 Stunden am Stimmt. Stück. Nee. Aber wie auch immer, das ist ja gar nicht unsere Frage, sondern das Thema ist, dass du auf so etwas absolut abfährst. Absolut. Natürlich. Absolut. Und ich vermute, ich habe mit dem Psychologen, mit dem Sexualtherapeuten darüber gesprochen. Hast du schon? Ja, ist schon vor 2 Jahren. Ja. Und ich habe meine erste sexuelle Erfahrung mit 16 Jahren, da hat eine Freundin von meiner Schwester hat mich mit der Hand befriedigt und die hatte diese Fingernägel. Ja, da haben wir es schon. Therapeut, das hängt damit zusammen wahrscheinlich. Frühkindliche Prägung mit 16. Ja, also jugendliche Prägung, sagen wir mal. Allerdings, ja. Wie kam es denn, dass du einen Sexualtherapeuten aufgesucht hast? Doch nicht wegen dieser Fragestellung, oder? Nein, man hat mit sich selbst ein bisschen gehadert, weil man, wenn man eine Frau kennenlernte und es ging dann ans Eingemachte... Du sprichst gerade von dir. Bitte? Du sprichst gerade von dir. Ja. Wenn es dann an Sexuelle ging, muss man ja die Katze aus dem Sack lassen, zwangsläufig. Mhm. Und dann haben sich viele Frauen halt auf den Schlips getreten gefühlt, haben das nicht akzeptieren können und irgendwo reduziert man dann ja die Frau auch darauf, zwangsläufig. Also das Ganze klingt so ein bisschen lustig, aber so ganz lustig ist es wiederum auch nicht, wenn du sagst, dass du kannst bei einem normalen Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus kriegen. Nein. Definitiv. Teilweise ist es sogar so, dass dann die Erektion sich auch verabschiedet. Oral geht es auch nicht. Sofern die Finger nicht im Spiel sind. Nein. Geht's auch nicht? Nein. Also es geht zu 80% über die Hände bei der Frau, über die Fingernägel. Du warst bei einem Sexualtherapeuten, das ist ja interessant, du hast ihm das geschildert, der hat so die Entstehung herausgeholt. Was hat er dir denn gesagt? Musst du und sollst du damit leben? Oder welchen Rat hat er dir? Ich muss sagen, mittlerweile, ich konnte da immer für mich persönlich gut mit leben. Mhm. Sehr gut, weil es mich auch, wie gesagt, auch antörnte. Nur ich bin halt auch auf der anderen Seite ein sehr harmoniesüchtiger Mensch und ich möchte es dann auch der anderen Person recht machen. Und wie gesagt, bei mir war es so... Verstehe, ich unterbreche mal kurz. Meine Frage war, was hat der Sexualtherapeut zu dir gesagt? Sollst du damit leben oder hat er dir irgendwelche... Nein, er hat gesagt, wenn sie das nicht groß beschneidet in ihrem Leben oder wenn das nicht so einen psychischen Druck auf sie ausübt, dann können sie damit leben. Das ist ja nun schon einige Zeit her, dass du mit ihm gesprochen hast. Ja, 2 Jahre ungefähr knapp. Und seitdem hat sich die Lage verändert? Ja, aber nicht zum Negativen. Nicht zum Negativen? Nein. Das heißt, du hast dich durchaus damit arrangiert, doch? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Hast du eine Freundin im Moment? Ich bin ledig, nein. Ja, aber es ist doch sehr schwierig. Das heißt, zu deinem Beuteschema gehören dann immer Frauen, das können die tollsten Frauen sein, wenn die keine langen Fingernägel haben, guckst du die gar nicht an. Dann ist es für mich nicht interessant. Also nicht in sexueller Hinsicht. Ja, klar, natürlich. Also wenn du eine Frau kennenlernst, unbedingte Voraussetzung, Fingernägel. Auf jeden Fall. Sollen die auch besonders lackiert sein, besondere Farbe haben? Oder? Nein, die müssen nicht lackiert sein, die können auch so halt manikürt sein. Und die müssen nur halt länger sein und schön aussehen einfach. Ja. So, und dann lernst du, ich stelle mir das gerade so vor, dann lernst du eine solche Frau kennen. Sagst du der das dann gleich immer hier? Nein, sofort nicht. Ich schieb das dann auch, ich will ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich schieb das, also vorhin sollte ich hinschieben quasi jetzt nicht, aber ich warte da schon mit. Aber das ist dann, doch, du hast es ja gerade auch selbst schon angedeutet, für eine Frau eine komische Situation, wenn der Typ sagt, ich kann nur, wenn du mit deinen Händen und vor allen Dingen mit deinen Fingernägeln, mit deinen Fingernägelhänden, darum geht es ja. Ja. Wie reagieren die Frauen darauf? Ja, teilweise recht komisch. Manche, wie du sagst, die das ist dann auch lustig, zwangsläufig. Ja. Manche sagen dann ja, wie, und guck mich mal an, also, wie ich aussehe und so. Teilweise, da sind Frauen, die sind wirklich 90, 60, 90 und die fühlen sich natürlich dann auch angepisst, ne? Was ich ja irgendwo auch verstehen kann, ne? Ja. Gab es denn überhaupt schon mal eine längere Beziehung? Es gab schon eine. Ich hatte mal eine Freundin gehabt, das war aber allerdings eher eine Beziehung, die sich auf Sexuelle aufbaute. Gab es schon mal eine Liebesbeziehung etwas länger? Nein. Ja, das meine ich jetzt wirklich sehr ernst, die Frage, weil ich mir das schon denken kann. Hm. Wenn du, wo bleibt die Frau? Wenn du mit einer Frau letztendlich nie schlafen willst, ist es für die Frau ein sehr unbefriedigendes Konstrukt. Das verstehe ich auch, aber wie gesagt, ich in dem Moment, wenn man wirklich dann mit der Frau verkehrt,
in dem Moment hat man da vielleicht gar nicht, denkt man da auch gar nicht so drüber nach. Da ist man nur so, da denkt man nur an sich vielleicht. In dem Moment ist man so geil. Ja, aber das ist, ja natürlich. Aber dann hinterher, wenn man natürlich um die Ecke denkt, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wo bleibt die Frau? Ja, ich denke, jetzt das Alter von 26 hast du erreicht, wo du mal um die Ecke denken solltest. Und vielleicht auch an die Frauen denken solltest. Ja, natürlich. Aber nicht nur wegen der Frauen, sondern auch wegen dir. Weil du auf dieser Basis wirst du kein wirkliches Liebesglück finden, könnte ich mir denken. Insofern ist es schon ein Problem, finde ich. Irgendwo schon, ja. Ja, und du, ja, solange du Single bist und du nur auf irgendwelche sexuellen Abenteuer aus bist, okay, kann man sich damit arrangieren. Auf die Dauer finde ich es ein bisschen... Aber wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch nicht der Typ, der sich so bindet, jetzt unabhängig von meiner sexuellen Vorliebe da. Hast du keine Sehnsucht nach einer Beziehung, nach einer längeren? Nein, also bislang, ich bin seit 16 Jahren, also seit meinem 16. Lebensjahr sexuell aktiv und ich habe das in dem Sinne so nie vermisst. Muss ich ganz ehrlich auch sagen. Vielleicht ist es auch deshalb nie so ein Thema bei mir gewesen. Kann sein. Wenn du es noch nicht vermisst hast, dann war es ja, ist es auch okay für dich. Dann ist nur die Frage, wenn irgendwann dieser Wunsch aufkommt und also was ich finde schon eine Grundlage sein sollte, da einer Veränderung deiner Einstellung, ist, dass du auch an die Frauen denken solltest beim Sex. Ja. Ich meine, was gibt es denn Tolleres als beim Sex zu wissen, dass der andere auch richtig gut mitgeht? Ja, absolut. Ne? Aber gesagt, du lässt dich ja nur bedienen. Ja, ist richtig. In dem Sinne schon, ja. Nochmal noch eine praktische Frage. Geht es nur darum, dass diese Hände lange Fingernägel haben müssen oder müssen sich diese Fingernägel auch noch an gewissen Stellen bei dir einkrallen? Also das spielt auch eine Rolle. Das spielt auch noch eine Rolle? Ja, also das ist schon, auch wenn die Frau jetzt, sag ich mal so, mich anfasst am Körper oder so. Ja. Und dann so ein bisschen so, also jetzt nicht feste, so ein bisschen so kratzt leicht. Ja. Das ist schon nicht schlecht, sag ich mal. Ja gut, das ist ja auch noch okay, da stehen ja auch viele Typen drauf. Ja. So, jetzt ist die Frage, willst du es einfach so weiter betreiben? Solange wie ich damit klarkomme und nicht damit psychische Probleme habe. Ja, ja eigentlich ja. Ich formuliere nochmal mein Erstaunen, dass du damals zu einem Therapeuten gegangen bist. Ja, wie gesagt, ich habe eine Zeit lang mit mir gehadert. Ja, ja. Ne? Dennoch, das ist ja schon immer ein großer Schritt, wenn man dann gezielt zu einem Sexualtherapeuten geht. Ja, und ich habe da auch mit meinem Vater drüber gesprochen und der hat mir das auch nahegelegt, vielleicht mal darüber zu reden und das kann ja nicht schaden. Mal sehen, was einer dazu sagt, der sich damit beschäftigt, mit so einer Thematik. Ne? Definitiv. War es dir nicht peinlich vor deinem Vater darüber? Ich mit meinem Vater habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ach so, also mit dem kann ich ja über alles ganz offen reden. André, ja, wenn du so weiter über die Runden kommst, ja. Aber ich glaube mal, also mein Gefühl ist, perspektivisch wäre das schon gut, wenn sich das alles ein bisschen regulieren würde, ein bisschen verändern würde. Ich meine, wenn ich vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht sage, ich will eine Familie gründen, muss ich von dem Trip runter, das brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und ich glaube ja, wenn man so eine ganz besondere Affinität zu etwas hat und wenn man das zu lange betreibt und man wird älter und älter, desto mehr brennt sich das ein und je schwieriger ist es dann auch davon, du wirst nie davon ganz wegkommen, sollst du ja auch gar nicht, aber davon auch nur abzuweichen ist dann schon sehr, sehr schwierig. Ja, das ist dann wie so eine Sucht, sich rauskristallisiert, meinst du? Ja, und das andere interessiert einen dann definitiv überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr, nie mehr. Ja. Ja, aber wir haben es jetzt geklärt, solange du damit gut fährst, mach es, aber ich glaube, du musst oder solltest schon was ändern. Okay. Mein Lieber, ungewöhnliche Leidenschaft. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. Juhu. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema ungewöhnliche Begegnungen. Gibt es in eurem Leben sehr ungewöhnliche Begegnungen? Vielleicht Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht ein sehr, sehr, sehr einprägsamer One-Night-Stand, also eine Nacht-Sex-Geschichte. Oder einen kriminellen Vorfall, den ihr auch nie in eurem Leben vergessen werdet, eine unvergessliche Begegnung. Das muss ja nicht nur was Positives sein. Oder vielleicht sogar eine übersinnliche Erscheinung. Oder vielleicht habt ihr ein totgeglaubtes Familienmitglied nach Jahren oder Jahrzehnten wieder getroffen, wieder gesehen und sagt auch, das ist eine unvergessliche Begegnung. Also das ist unser Thema morgen. Unvergessliche Begegnungen. Wenn ihr mir gerne von unvergesslichen Begegnungen erzählen möchtet, die ihr hattet in eurem Leben schon, die es bei euch gab, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr. Um 1 sind wir dann wieder hier im Radio, im Fernsehen, aber ab 0 Uhr könnt ihr anrufen
oder Mail zu unterdomian@wdr.de. Freie Themennacht heute und damit geht's weiter mit einer offenen Sendung und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Julian und der ist 26 Jahre alt. Hallo Julian. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Ja, und zwar, ich hatte ursprünglich zur Sendung Ich mache was Außergewöhnliches gestern angerufen. Ja, das war gestern, genau. Genau, und ja, ich wollte erzählen von einer gewissen lustigen Sache in meinem Leben. Ich habe nämlich einen Autofetisch. Ist jetzt im Kontrast zum vorherigen Anrufer absolut nicht sexuell gemeint, ja, sondern eher eine Art Spleen, wo es mir um Fantasie und das Erleben geht. Ich bin großer Oldtimer-Fan. Ja. Und das Ganze äußert sich so, dass ich dann beispielsweise vor dem Computer von einem großen, hochauflösenden Bild eines Wagens, den ich mir ausgesucht habe, sitze. Mhm. Und praktisch wie vergleichbar, wenn man auf ein Rockkonzert geht und von der Musik mitgerissen wird und anfängt, Luftgitarre zu spielen, sitze ich dann da eben in meinem Sessel und fahre Auto. Ich schalte, bremse, kupple, lenke und ja. Und du siehst auf dem Bildschirm das Auto. Ist das so eine Simulation, ja, genau, dass das Auto dann auch fährt? Oder nein, ist das nur ein Bild? Kein Computerspiel, das hat damit absolut nichts zu tun. Es ist ein Bild auf dem PC. Genau, oder auch ein Bild in einem Bildband oder in einer Zeitschrift, kann alles sein, kann nur ganz gut getroffen sein. Und da sitzt du da in deinem Sessel und denkst, ah, ich fahre jetzt dieses Auto. Genau, also da läuft wirklich ein Film ab vor dem geistigen Auge. Das sind auch Strecken, die ich alle im richtigen Leben auch befahren habe. Und du lenkst, hältst die Hände dann auch an ein imaginäres Lenkrad? Genau, und es geht teilweise auch so weit. Schaltest also, auch? Ja, ich schalte und kupple, je nachdem ob Automatik oder auch meine Lenkradschaltung. Ja. Es geht halt auch so weit, dass es dann teilweise auch über mich kommt und ich die jeweiligen Motor- und Umgebungsgeräusche nachmache. Ach, wie kann man denn Motorgeräusche nachmachen? Ja, das geht schon. Ich meine, jedes Fahrzeug hat sein charakteristisches Geräusch, wenn man zum Beispiel startet und dann der Motor im Leerlauf läuft. Das kannst du mit der Stimme nachmachen? Das kann ich mit der Stimme, also... Du weißt, was ich jetzt sagen werde, ne? Ich weiß nicht, was kommt, aber ich kann dir das am Beispiel zeigen, an dem Oldtimer, den habe ich auch praktisch in der Fantasie restauriert. Das ist ein alter Plymouth Barracuda V8. Ja. Das ist ein alter amerikanischer Wagen mit einem großvolumigen V8-Motor. Und wenn man den startet, hört sich das zum Beispiel dann so an. Naja, so weiter und so. Ja, also in der Tat, für ein paar Sekunden dachte ich, ich höre dieses alte Auto. Ja, es ist halt, sieht immer sehr lustig aus, wenn da irgendjemand unvermittelt ins Zimmer tritt, wenn ich in der BG wohne. Aber naja, es ist halt ein Spleen und es ist halt wirklich so, es geht wirklich alle Sinneseindrücke, sag mal, um was es mir geht. Du kennst den James Dean Porsche. Ich kenne den James Dean Porsche, ja. Welche Bezeichnung hat der nochmal genau? Das ist der alte Carrera Speedster gewesen. So heißt er. Kannst du das Geräusch auch nachmachen? Ja, das ist ein hochdrehender, luftgekühlter Boxermotor, damals noch mit 4 Zylindern. Ja. Wenn der mal da über den Highway gefahren ist und auch mal hochbeschleunigt, das war dann so... Das ist ja putzig. Da sitzt der 26-jährige Julian und macht... So nenne ich es auch Spleen, ja. Das ist, ich weiß auch nicht, woher das kommt, von Kindesbeinen an. Es liegt wohl daran, dass ich... Ja, wie lange machst du das schon? Aus dem Alter der Modellautos entwachsen bin. Ja, ja. Und du wohnst in der WG, sagst du? Ja, mit anderen Studenten zusammen. Ja, dann sagen die, ach, Julian fährt wieder. Das ist wieder der mit seinen 1000 Automobilbildbänden und selbstgemachten Fotos. Lasst ihn mal, er tut ja keinem was, so ungefähr. Das ist aber wirklich ein sehr lustiger und sehr netter Spleen. Ja, es geht auch so drum, das zu erleben. Also ich rieche dann praktisch auch so, wenn die alten Ledersitze oder wenn es dann so ein bisschen nach Benzin duftet oder vibriert in den unteren Drehzahlbereichen, ja, das läuft dann vom geistigen Auge filmähnlich auch ab. Also du bist vollkommen in dieser Fantasie drin? Ein Stück weit wie eine Meditation. Es kann auch mal über Stunden gehen und danach dann wirklich auch zum recht entspannten Geisteszustand führen. Ja. Machst du denn die ganze Zeit dann das Motorengeräusch nach? Nein. Das ist so, wenn es einen dann wirklich überkommt, so, weil es gerade schön ist, aus der Kehre raus beschleunigen oder irgendwas. Und stellst du dir dann auch besondere, ich weiß nicht, Städte oder Landschaften vor, durch die du fährst mit diesem Oldtimer? Es kann so weit gehen, dass ich mit meinem Alltagswagen gezielt mir Strecken im Urlaub oder so abfahre und ansehe, die ich dann nachvollziehen kann mit Fotos und dergleichen. Also mit deinem realen Auto fährst du Strecken ab, die merkst du dir, um hinterher mit dem Oldtimer in der Fantasie die nachzufahren?
Das ist wirklich auf die Dauer schon ein gewisses fotografisches Gedächtnis, was ich da auch trainiert habe. Das finde ich lustig, was du erzählst. So eine Strecke wie München-Saarbrücken dann auch nahtlos wirklich auch sehr detailreich ablaufen kann. Irre, irre. Studierst du irgendwas mit Automobiltechnik oder Maschinenbau oder irgendwas Ähnliches? Ich studiere Sprachwissenschaften mit Schwerpunkt Germanistik. Ach so, also die ganz andere Welt. Ist eine andere Welt, hat damit eigentlich, das ist wirklich so losgeklingt von allem. Ich bin auch nicht so jetzt der, der vorm Computer sitzt und Datenkolonnen ausrechnet. Mir geht's um das Erleben. Was hast du denn im realen Leben für ein Auto? Ein ganz langweiliges, weil aus Kostengründen als Student und Platzgründen. Ich habe mir einen alten Wagen gekauft, ja. 300 Euro. Das ist ein alter Kadett C Coupé City. Ja. Der steht jetzt in der Scheune und den werde ich so schrittweise auch herrichten. Ach so, und dein altes Auto ist ein anderes Auto, mit dem du rumfährst? Genau, ja. Ja. Und dieser alte Kadett, den hast du irgendwann vor zu restaurieren? Der wird wahrscheinlich diesen Sommer Hochzeit feiern, wie es so heißt, nämlich die Karosserie wieder auf den Rahmen gesetzt. Das heißt, du hast aber schon so ein Händchen für sowas. Ist schon das. Es ist nur immer auch gar nicht so leicht, von sowas zu erzählen, weil man sehr gerne in diese tiefe, breite Raudi-Schublade gesteckt. Nee, nicht unbedingt. Nee, da gibt's, das muss man differenziert sehen. Gerade diese Autofreaks, da gibt's ganz, ganz verschiedene Kategorien. Also. Vor allen Dingen das, dass wenn ich geistig unterwegs bin, dann ist es nicht so, dass dann für mich keine Verkehrsregeln mehr gelten und keine Unfälle passieren könnten, sondern das ist wirklich ein Alltagsszenario, ja, auch, das ich da verfolge. Bist du denn auch schon mal? Bist du denn auch schon mal mit einem sehr wertvollen Oldtimer irgendwie verunfallt? Also in der Fantasie, meine ich. Eigentlich geht es immer gut, weil mir das dann eigentlich fast auf den Schmerz zufügen wird. Auch wenn man so manche Filme sieht, wenn dann da sowas in die Luft gesprengt wird oder so. Das ist dann wirklich so, wenn man da dafür lebt, ist das ein Stück weit unangenehm. Ich wundere mich, dass du jetzt erst anfängst, ein Auto zu restaurieren, wenn du so einen Tick hast, dass du nicht schon früher angefangen hast, dir mal irgendwas Altes zu kaufen und dann immer da nur rumgebastelt hast. Die Geschichte ist, dazu braucht man sehr viel Zeit und auch einen gewissen monetären Hintergrund. Und wenn man es richtig machen will, muss das wohl überlegt sein. Sonst wird es nichts und es wäre dann auch Enttäuschung größer. Ich merke schon, da ist ein sorgfältiger Geist am Werke. Was ist dein Lieblings-Oldtimer? Wahrscheinlich, ja, ich habe es so mit den alten Amerikanern, also eben der Plymouth Barracuda in, ist ein netter Farbton, der nennt sich Plum Crazy und ist so ein ganz tiefes Brombeerfarben und der trägt dazu ein schwarzes Vinyldach. Aber wenn du irgendwann mal ein ganz berühmter und erfolgreicher Germanist sein solltest, der vielleicht auch noch viel Kohle verdient, was ja bei Germanisten nicht so schnell der Fall ist, dann wäre das doch das Größte für dich, mal irgendwann dir so ein Ding zu kaufen, ne? Das ist wohl so, ja. Hast du eine Freundin? Momentan nicht, aber da gab es schon viele lustige Geschichten dadurch. Nehmen die Mädels das gelassen und mit Schmunzeln oder denken die, dass du eine kleine Klatsche hast? Das kommt drauf an. Also manche reagieren wirklich so, die sagen dann, dem fehlt eine Schwalbe im Nest und andere sagen aber auch dann, ja gut, der hat halt seinen Spleen und solange er das jetzt auch nicht so sehr übertreibt und auch für mich so Zeit und Interesse hat, so ungefähr. Ja. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt stellen uns mal gerade die Situation vor. Julian steht vor der Wahl. Dein Plymouth heißt der, ne? Plymouth. Ja. Genau. Perfekt restauriert. Ein Traum von einem Auto steht vor dir. Mhm. Und daneben steht deine absolute Traumfrau. Lieber Julian, du musst dich jetzt entscheiden. Was möchtest du haben? Und dass im Leben und so weit bin ich auch noch Realist geblieben, ist ein menschliches Wesen da absolut damit zu vergleichen. Das hören wir doch alle gerne. Also so weit geht's nicht. Also ich fahre lieber mit meiner Traumfrau auf dem Fahrrad, als ich hinterher. Das geht runter wie Butter. Nein, das ist wirklich so. Also das muss man auch ganz nüchtern wirklich nur in diesem Hobby- und Spleen-Bereich sehen. Das ist auch kein sexueller Fetisch oder so, aber... Ja. Ja, sowas gibt's auch, habe ich auch schon hier gehört. Ich kenne selber jemanden, der in einem Autositz auch so da seinen Spaß hat. Ja, ja. Wenn er über die Materialien streicht. Ja. So bist du nicht geschickt. Allerdings nicht. Nein. In dem Fall. Das war aber jetzt sehr, sehr nett und sehr interessant, Julian. Ja, es freut mich, dass dich interessiert. Das ist schön, dass du durchgekommen bist und dass wir uns haben darüber unterhalten können. Und ich wünsche dir viel Spaß weiterhin beim Oldtimer fahren und natürlich dann auch beim Restaurieren deines Opels. Das wird schon. Ja, das wird dann auch ein ganz schickes Auto werden irgendwann. Ich denke mal, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Abend noch. Danke dir auch, tschüss. Tschüss. Christine, 40 Jahre. Hallo Christine. Hallo.
Ja, guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Christine, was ist dein Thema? Ach, ich habe hier zurzeit totalen Rosenkrieg zu Hause. Mhm. Ich habe vor circa 4 Wochen die Scheidung angereicht und habe mit meinem Mann darüber gesprochen, dass er doch am besten, also von meiner Seite aus, wäre so, ich würde hier halt noch eine Zeit da wohnen und würde ihm noch helfen, weil er arbeitssuchend ist und also finanziell nicht gut gestellt ist. Und wir will noch bitte in Ruhe lassen und auch nur akzeptieren, wenn ich abends um 10 schlafen möchte, weil wir haben nur eine 3-Zimmer-Wohnung und ergo schlafe ich also seit circa 13 Jahren auf der Couch. Und seit 13 Jahren? Ja, seit 13 Jahren. Wie lange seid ihr verheiratet? 17 Jahre. 17 Jahre und seit 13 Jahren schläfst du auf der Couch? Ja. Weil? Weil mein Mann erstens furchtbar schnarcht. Mhm. Dann auch ziemlich viel trinkt und ich habe mich dann irgendwann zurückgezogen. Heißt das, dass ihr in den letzten 13 Jahren auch keinen Sex hattet? Ja. Das heißt das? Ja. Was hast du so lange ausgehalten? Ja, ich habe so lange ausgehalten. Mhm. Und der Schritt, der kam natürlich jetzt von dir, dass du gesagt hast, nur ist genug, es reicht. Das war einfach, das war dann so ein Schlüsselerlebnis. Ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit. Da ich mich auch ein bisschen beruflich verändert hatte und jetzt auch ein bisschen mehr Geld verdient habe. Mhm. Und er war dann wieder da gesessen und in der Küche und war ziemlich betrunken. Zu Hause war nichts gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann einfach jetzt nicht mehr. Mhm. Ich will das Ganze einfach nicht mehr aufrechterhalten, weil es ist immer wieder das Gleiche. Mhm. Wenn ich also wirklich im Stress bin oder ich bräuchte ihn, er lässt mich halt dann wirklich einfach beim Stich. Wie hat er das dann im ersten Moment aufgenommen, als du das gesagt hast? Das war so eine Reaktion, ja, Rito, nur ich glaub dir das nicht. Ah ja. Wie dann der Brief vom Anwalt gekommen ist, da war er also tödlichst beleidigt und hat dann eben versucht, mich verbal niederzumachen, weil also schlagen tut er mich nicht. Mhm. Aber es war dann auch ziemlich heftig und ich bin dann öfters über Nacht zum guten Freund gegangen, weil ich es dann nicht mehr ausgehalten habe. Ja, und jetzt ist einfach so, heute war es dann, also, beziehungsweise gestern war es dann so schlimm und er hat, oder wir haben mal von meiner Schwiegermutter ein Auto geschenkt bekommen und da hat er sich dann betrunken ins Auto gesetzt, ohne Führerschein und hat mir das Auto versteckt. Und hat dir das Auto versteckt? Ja. Er wollte da eben seine Macht demonstrieren, dass es seine Mutter ist und seine Mutter ist ja auch furchtbar wütend, weil ich mich jetzt eben von ihrem Sohn trenne. Mhm. Ja, komm, und lass Auto Auto sein, dann soll er das Auto behalten, egal. Ja, sicher, aber er braucht nicht betrunken Auto. Nein, natürlich nicht. Nein, ich wollte nur darauf hinaus, dass du dich jetzt nicht um das Anteil des Autos da mit ihm streitest. Nee. Du hast einen Job, sagst du verdienst ganz gut? Ja. Ja, dann ist es doch okay. Habt ihr Kinder? Wir haben eine Tochter. Die wird jetzt 16. Die wird 16. Ja. Das heißt, die hat die ganze üble Zeit aber richtig mitgekriegt in ihrer Frühzeit. Es war nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie sie drüber denkt. Also wir haben jetzt nicht so furchtbar gestritten oder sind aufeinander losgegangen. Sicher die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Ach so, das lief so nach außen relativ ruhig und... Ja, ziemlich. Wohnt das Mädel auch noch bei euch? Die wohnt noch bei uns, natürlich. Ja. So, das Problem ist jetzt, dass du nicht so schnell daraus willst oder kannst aus der Wohnung. Ich kann nicht. Ich suche eine Wohnung und ich bin da also wirklich dran. Und nachdem ja unsere Tochter gesagt hat, sie bleibt beim Papa, weil sie da doch weniger machen muss. Mhm. Ja, und bei der Mama geht es ja dann doch ein bisschen strenger zu, weil ich dann sage, Mensch, kannst mal das machen und wir müssen einfach dann zusammenarbeiten. Ja. Und sie möchte also auch aus dem Ort nicht weg. Und in dem Moment, wo du aus der Wohnung bist, wird sich die ganze Sache ja doch wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr entspannen. Natürlich. Natürlich, ja klar. Ja. Du hast von der Stimme klingt das so bayerisch. Wohnst du in der Nähe von München oder gar in München? Nein, ich wohne in Franken. In Franken, also. Ja. Ich frage deshalb wegen der Wohnungssituation. In München ist es natürlich schwierig zu finden, bei euch auch. Ja, es ist schon wirklich schwierig. Ich meine, ich bin also Nürnberg-Umland und wenn ich jetzt da, ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt da ein Mehrfamilienhaus oder Hochhaus zu ziehen. Also ich würde schon ganz gerne hier in der Gegend bleiben. Ja. Und dadurch, dass sie also jetzt eben auch nicht gewusst hat, ob sie jetzt bei mir bleibt oder eigentlich gesagt, ob sie bleibt bei ihm, war es eben, weil ich eben auch unterhaltspflichtig bin. Ich wusste einfach jetzt nicht, wie viel ich ausgeben kann, aber ich möchte so schnell wie möglich jetzt raus. Christine, wenn ich an deiner Stelle wäre und mir das wirklich die Hölle wäre da in der Wohnung,
und ich ja noch eine Arbeit hätte und einigermaßen verdiene, so wie du es von dir beschreibst, dann wäre ich aber morgen draußen und würde mir für die Übergangszeit irgendwo ein billiges Hotel nehmen und wie ein Wahnsinniger suchen nach einer Wohnung. Das mache ich ja auch. Also ja. Ich bin permanent bin ich dran. Also ja. Ich komme von der Arbeit heim und ich bin dann bloß auf Achse und nach einer Wohnung. Also hast du keine Freundin, wo du wohnen könntest eine Weile? Ja, hätte ich schon. Mach's doch. Ja. Also alles, was ich glaube, jede Lösung ist besser, also jede Lösung außerhalb der Wohnung ist besser, als in der Wohnung zu bleiben. Bin ich klar. Weil du hast jetzt, ich meine, du hast ja schon große Schritte jetzt unternommen, wenn du so viele Jahre runtergeschluckt hast und dich zurückgenommen hast, ist es ja jetzt deine Zeit, ne? Wo du hast die Aktivität gestartet, dich scheiden zu lassen, was ich nach dem, was du erzählt hast, sehr richtig finde. Mhm. Dann schaffst du ja diesen kleinen organisatorischen Schritt jetzt auch noch. Und mach dir die letzten Nerven nicht kaputt, Mensch. Ja, ich meine, gut, man gewöhnt sich an vieles, aber und stumpft auch irgendwie ein bisschen ab. Ich meine, es ist dann auch ganz gut so. Wie ist er denn jetzt im Moment? Hat er es denn geschnallt jetzt und findet er sich damit ab, dass ihr euch trennt? Oder? Naja, es läuft jetzt so. Ich meine, die ganze Familie von ihm ist jetzt gegen mich. Ich meine, ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich spiele jetzt nicht mehr mit. Jetzt bin ich die Böse. Hm. Er hat sich dann heute Abend wieder furchtbar betrunken. Hm. Ist dann irgendwann nach übelsten Beleidigungen in sein Bett gegangen. Ich bin jetzt hier im Wohnzimmer. Und ich weiß nicht, wie es morgen ist. Ich meine, ich muss alles wegräumen, Geldbeutel, Schlüssel hat er mir schon weggenommen, dann wieder mal Geld geklaut und furchtbar. Also es ist wirklich, ich hätte das also nicht gedacht, raus dass man so reagieren kann. Ja, raus. Ja. Warum hat die Tochter sich dafür entschieden, bei ihrem Vater zu bleiben? Ja, weil sie eben gemeint hat, ja, das in Anführungszeichen, das Lotterleben geht eben weiter. Sie tun beide nichts. Ach so. Und da hätte sie es wohl einfacher und könnte auch hier in der Wohnung bleiben und das ganze gewohnte Umfeld. Aber wie sie dann heute mal mitbekommen hat oder gesehen hat, dass ihr Vater eigentlich doch keine Rücksicht auf sie nimmt, hat sie dann schon gesagt, nee, also sie möchte das dann doch nicht, sie möchte mit mir mitgehen. Achso, das ist jetzt der allerneueste Stand. Das ist der neueste. Achso, das hatte ich gerade ein bisschen falsch verstanden. Ah, verstehe. Und jetzt kann ich auch sagen, okay, jetzt kann ich auch ein bisschen anders agieren, weil oder reagieren, weil ich eben weiß, ich habe das Geld zur Verfügung mit ihr. Und dann. Also wir reden jetzt nur noch irgendwie über Wochen, ne? Bis eine Wohnung gefunden wird. Die Details kenne ich ja jetzt nicht so. Aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, würde ich sagen, ich würde an deiner Stelle rausgehen. Ja. Ich würde zu Freunden ziehen oder in ein Hotel und es von da aus organisieren. Ich würde es mir nicht antun. Du hast dir jahrelang das angetan. Nur ist Schluss. Natürlich, nur ist gut. Natürlich, klar. Aber ich sag nochmal Respekt und gut, dass du den Schritt unternommen hast. Und du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen. Ja. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Stell dir vor. Das war auch so eine Begegnung. Ach, das war damals der Liebe auf den... Ah, ja. Ich habe ihn mit 15 gesehen. Ich kannte ihn nicht und habe gesagt, von ihm werde ich heiraten. Und jetzt bin ich 40 und sage, und ja, von ihm werde ich mich trennen. Das wäre dann wieder eine Geschichte für morgen, aber morgen soweit sind wir noch nicht. Nee. Liebe Christine, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Wohnungssuche und zieh es gut durch. Ja, okay. Danke. Alles Liebe, tschüss. Und tschüss. Ja, nehme ich das gerne nochmal als Hinweis auf morgen. Also morgen heißt unser Thema unvergessliche Begegnungen. Ich möchte mit euch sprechen über Menschen, über Vorkommnisse, über Menschen, die einen ganz großen Eindruck auf euch hinterlassen haben. Das kann die Liebe auf den ersten Blick sein. Das kann ein One-Night-Stand sein. Das kann eine kriminelle Tat sein, im negativen Sinne, dass jemand euch sehr beeindruckt hat, also unvergesslich beeindruckt hat. Es kann allerdings vielleicht auch eine übersinnliche Erscheinung sein, dass ihr vielleicht sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet seid und sehr rational, irgendwann mal etwas Übernatürliches erlebt habt und es nicht erklären könnt, aber seitdem irgendwie so ein bisschen in eurem Weltbild irritiert seid und sagt, das war eine unvergessliche Begegnung, dieses Ereignis. Vielleicht habt ihr jemanden gesehen. Also, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen. Um 1 beginnt die Sendung. Hier ist Anna. Anna ist 25. Morgen, Anna. Hallo. Hallo, Anna. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich jetzt eigentlich wieder an so einem Punkt in meinem Leben stehe, wo ich nicht weiter weiß. Also, bei mir war es eben so, dass ich schon seit ich 16 war oder 15, 16, hatte ich so meine ersten Selbstmordgedanken, dass ich nicht mehr leben wollte und
irgendwie bin ich davon nie so richtig losgekommen. Also, bis heute? Ja. Mhm. Also immer wieder sehr schwere Phasen, Schwermut, Melancholie, Traurigkeit, depressive genau. Phasen. Ja, ganz mhm. Gab es denn mal einen Selbsttötungsversuch? Ja, schon mehrere. Mehrere? Ja, ich habe auch schon mal bei dir angerufen, vor 2,5 Jahren war das, glaube ich, ja. Mhm. Wie war das gerade? Ja, wie hast du es getan? Naja, also ich hatte zweimal stand ich auf dem Hochhaus. Da ist es ja immer so mit Versuchen, also wenn ich es versucht hätte, dann könnte ich ja jetzt nicht mehr sprechen. Also da kann ich nur sagen, dass es eben, also von meinem Gefühl her schon ziemlich knapp war, weil ich so eben in so einen ganz anderen Zustand geraten bin. Also normalerweise ist es so, dass ich in solchen Momenten dann an meine Mutter denke und dass ich das, also dass ich ihr das nicht antun kann. Dass ich schon noch eben Gefühle habe, sozusagen. Und da war das dann eben so, dass ich über diesen Punkt hinaus war, dass ich, selbst wenn ich so gedacht habe, rational gedacht habe, ich kann das jetzt ja meiner Mutter nicht antun oder so, dann habe ich dabei nichts gefühlt und habe, bin dann trotzdem halt hochgegangen. Wer hat dich von dem Hochhaus, hast du ganz oben auf einem Hochhaus gestanden? Oder auf einem Balkon? Unterschiedlich. Ich war ja schon mehrmals auf Hochhäusern. Wer hat dich dann jeweils wieder zurückgeholt? Ach, also zweimal bin ich eigentlich selber wieder runtergekommen und einmal Feuerwehr. Einmal Feuerwehr. Mhm. Ja, weil ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann so eine organische oder auch seelische Schutzreaktion ist, dass ich wieder runtergegangen bin oder ob es wirklich so war. Also was ich gedacht habe, weiß ich noch, war, dass ich diese totale, also es ging mir auf einmal gut und ich habe irgendwie gespürt, ich kann da jetzt wirklich runterspringen, also ich habe keine Angst mehr. Und deswegen habe ich so gedacht, dann kann ich auch nochmal wieder runtergehen, weil jetzt habe ich es geschafft praktisch, jetzt kann ich jederzeit springen. Verstehe. So habe ich in dem Moment irgendwie gedacht. Also das war aber kein anhaltendes Gefühl, dann war es lange... Genau, und dann habe ich mich geirrt später. Erzähl mir mal ein bisschen so aus deinem Leben, 25 Jahre alt, was machst du vom Beruf? Ich habe gerade mein Abitur gemacht. Ja? Ja. Kompliment? Gratulation? Bestanden? Ja. Alles? Ja, gut, aber das ist schon... Mit also 25, das heißt, du hast es ein bisschen später gemacht irgendwie? Ja. Also durch Klinikaufenthalte und alles Mögliche. Ja. Okay, also umso mehr Respekt, dass du es dann in der Tasche hast. Was sind deine Pläne? Gar keine? Nee. Also kein Berufswunsch? Nee. Kein Lebenswunsch? Nee, gar nichts. Also ich habe das auch nur gemacht, das ist ja immer so ein, ich habe jahrelang gar nichts gemacht und dann war eben wieder dieser Punkt, dass ich ganz starke Suizidgedanken hatte und dann habe ich eben gedacht, entweder ich mache jetzt irgendwas oder ich bringe mich um und dann habe ich das eben nicht geschafft und dann habe ich gedacht, ich mache Schule, weil ich mir Ausbildung absolut nicht zugetraut habe und so habe ich das gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so ich mache jetzt mein Abitur nach, um das und das tun zu können danach. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Ja. Hast du Freunde? Wenig. Wie viele ganz gute Freunde hast du? Einen? Einen, ja. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Aber das ist nicht dein Partner? Nein. Hast du einen Partner? Nee, ich hatte noch nie einen Partner. Hast du noch nie einen Partner? Nee. Ja, noch nie mal verliebt, verknallt? Nee. Echt nicht? Nee. Noch nie mal jemanden richtig sau nett gefunden? Nett schon, aber nicht jetzt. Nee. Du hast gerade gesagt, dass du mehrfach in Kliniken warst. Ja. Wegen dieser seelischen Not, in der du dich immer wieder meinst zu befinden oder in der du bist. Ja, also das erste Mal war das... mit 16 eben, da hat es meine Mutter veranlasst. Da war ich dann in der Jugendpsychiatrie und war da eben gleich ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr. Und da seitdem, also es war, da habe ich nie mehr einen Fuß so richtig auf den Boden gekriegt. Das heißt, dieses Jahr war für dich schlimm? Eigentlich nicht, also das ist immer Gratwanderung. Also es war so, dass ich eigentlich war es positiv, aber es endete ganz katastrophal praktisch. Also es ging mir da nicht besser, aber ich habe mich geborgen gefühlt
Und da war dann auch so ein Krankenpfleger, der hat sich ganz stark um mich gekümmert und hat immer gesagt, wir sind Freunde und ach, das ist ganz schwierig. Also ich habe eben, mir war nicht bewusst, also ich konnte mir das, also ich hatte so den Überblick verloren über die Realitäten. Also ich habe dann nicht, mir war nicht bewusst, dass das kein Ort ist, an dem man bleibt. Und ich vermute, was du meinst, ich ahne, was du meinst, dass du, man ist dann so ein Jahr in irgendeiner anderen Realitätsblase. Genau. Und dann platzt die irgendwann und dann ist man wieder im normalen Leben. Ja. Und das Problem war eben, dass normalerweise entlassen die einen so, dass sie einem den Weg ebnen sozusagen, dass sie einem helfen, was man dann macht. Mhm. Mich haben die eben nach einem Jahr rausgeschmissen, richtig. Also ohne, dass ich irgendeine Stabilität hatte oder so. Wie oft warst du danach nochmal in Kliniken? Boah, unzählbar. Unzählbar. Also vielleicht 10 Mal oder so. Ja. Jetzt hast du dich ja bei mir gemeldet. Das hast du ja nicht einfach nur so getan, um mal ein bisschen zu plaudern. Nee, das war... Ja, ach, ich kann mich an das Gespräch auch gar nicht erinnern. Das war wirklich ein Tag, nachdem ich auf dem Hochhaus gestanden hatte, wo ich in diesem anderen Zustand war. Was hat dich motiviert, hier heute anzurufen? Heute jetzt? Ja, dich hier bei mir zu melden. Ja, weil ich, weil jetzt eben schon wieder diese Situation ist, dass ich, naja, endlich war sie durchgehend, aber jetzt ist das eben wieder ganz akut, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Und immer die Angst im Nacken, dass es vielleicht noch schlimmer wird, die Stimmung. Ja. Und dass wieder irgendetwas geschehen könnte. Genau. Und ich eben, Weißt du was, was ich so erstaunlich finde? Die ganze Zeit, während wir reden, du schilderst ja so dein Leben und das, was du bisher so erlebt hast, schon als eher finster. Und schwierig und traurig. Und du klingst gar nicht so. Nee. Nee, überhaupt nicht. Du klingst völlig normal und aufgeweckt und sehr, sehr sympathisch. Danke. Ja, wirklich. Ja, das ist vielleicht auch, weil ich, weil ich also heute nicht einen ganz so schlechten Tag habe. Es war halt immer jetzt, das kommt auch, weil in den letzten Tagen, wo, in denen es mir gerade schlecht geht, da hattest du immer gerade Themennacht. Völlig anderes Thema. Und deswegen habe ich jetzt angerufen. Weißt du, ich finde das immer so schwierig. Übrigens meine Psychologen auch. Wenn Menschen schon so viel erlebt haben in Sachen Psychotherapie, Psychiatrie und so weiter. Weil ich natürlich auch mir vorstellen kann, dass man da irgendwann satt ist und keinen Bock mehr hat. Und man hat schlechte Erfahrungen gemacht und denkt, so kann man mir nicht helfen oder die können mir sowieso nicht helfen. Ja. Das kann ich verstehen. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, wenn man es ganz objektiv sieht, dass man das nicht so verallgemeinern kann. Dass es natürlich immer, wie überall im Leben, darauf ankommt, auf welche Kapazität, sage ich mal, man stößt als Arzt, als Therapeut. Und jemand wie du mir jetzt deine Geschichte erzählt hast, glaube ich, schafft das auch nur mit einem guten Typ an der Seite. Auch wenn du jetzt sagst, mein Gott, jetzt will er mir einreden, ich soll wieder zu einem Arzt, ich soll zu einem Psychiater, ich soll zu einem Therapeuten, ich habe keinen Bock mehr. Dennoch glaube ich, ganz fest davon überzeugt, Anna, dass das der einzige Weg ist. Die Schwierigkeit ist nur die richtige Recherche, nämlich zu wem gehst du, in welche Klinik gehst du oder wenn du keinen Bock auf eine Klinik hast, wo gehst du ambulant hin? Da können wir dir oder euch auch behilflich immer sein. Aber das setzt voraus, erstmal deinen Willen und das setzt voraus auch dein Engagement, nämlich diese Recherche, die musst du, wir können dir so einige Sachen an die Hand geben, weil das musst du dann schon weiter morgen, übermorgen, die nächsten Tage machen. Ja. Und da du hier angerufen hast, daraus deute ich auch, dass dir das Leben nicht vollends egal ist. Sonst hättest du nicht mehr angerufen. Ja. Das heißt, da ist irgendwas ist noch in dir, was glimmt, was brennt. Und was vielleicht irgendwie doch mal Spaß am Leben haben könnte. Ja. Was ist denn so ganz normale Sachen? Mal so ein schöner Sommertag oder jetzt Frühling, Blumenwiesen und sowas.
Findest du das schön? Nee. Auch nicht. Ich bin immer in meiner Wohnung. Gibt's irgendetwas, was du schön findest? Fernsehen. Mhm. Domian gucken. Also, ja, das ist aber nicht die Lösung. Ich weiß. Das ist nicht die Lösung. Hast du ein Händchen für Tiere? Magst du Tiere? Nee, also ich habe da jetzt kein Händchen für das. Also ich habe keine Erfahrung mit Tieren. So. Mhm. Ich glaube ja, dass Leute, die sehr, sehr oft traurig sind oder auch unter Depressionen leiden, dass denen Tiere sehr helfen können. Ein Hund oder eine Katze. Ein Hund. Glaube ich, habe ich schon oft gehört. Ja. So ein Tier kann eine Tür sein, durch die man wieder ins Leben gezogen wird. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Du musst einen Weg finden, dass du wieder ins Leben kommst. Mhm. Und dich nicht so sehr verabschiedest von allem. Nur Fernsehen gucken ist grauselig, das darf nicht sein. Du musst unter Menschen, du musst Freude finden, Interessen finden und so weiter. Aber das ist ein mühseliger Weg. Ja. Mensch, Anna. Also wir werden dir jetzt gleich mal einige Sachen an die Hand geben. Mhm. Ich würde es mir so wünschen, dass du es tust. Es gibt so viele schöne Momente und so schöne Seiten des Lebens. Ja. Ja, die gibt es, wirklich. Ich meine, für jeden ist es nicht... Also ich habe neulich mal einen interessanten Bericht im Fernsehen gesehen, hatte sich ein Junge umgebracht und hat die Schwester gesagt, vielleicht war die Erde einfach nicht der richtige Ort für ihn. Tja, aber immer das sagt, da muss aber auch ganz, ganz, ganz viel geschehen sein. Und ich gebe nicht auf, doch noch so lange zu hoffen, dass man doch noch was findet. Hm. Und ich glaube ja sogar, dass nach einer erfolgreichen Behandlung, wenn du einen Schritt weitergekommen bist, wirst du auch den Blick finden für Dinge, die dich heute noch kalt lassen. Irgendwas, was ich jetzt als schön empfinden würde. Hm. Und du dann sagen wirst, wie gut, dass ich den Schritt gewagt habe oder gemacht habe. Aber ich habe ja die ganzen Jahre mich auch mit Ärzten und allen möglichen beschäftigt. Aber ich glaube, du hast einfach Pech gehabt. Ich glaube, dass du nicht an die Richtigen gekommen bist. Das glaube ich. Und ich will dir Mut zusprechen, weiterzusuchen. Es lohnt sich. Mach es. Gib dich nicht auf. Du bist eine junge Frau, eine saunette junge Frau von 25 Jahren. Da liegt ein letztendlich traumhaftes Leben eventuell noch vor dir. Oder viele, viele schöne Sachen. Und das wirf nicht einfach so weg. Dafür ist es zu wertvoll. Liebe Anna, jetzt beenden wir das Gespräch hier mal. Ja. Und wir, meine Psychologin, die Anja, ruft dich gleich mal an. Okay. Alles Weitere dann ihr beiden Mädels, ja? Mhm. Was glaubst du denn, was passiert, wenn man stirbt? Wenn man stirbt? Oder passiert was anderes, wenn man stirbt, als wenn man sich umbringt? Glaubst du das? Wie meinst du das? Also glaubst du, dass meinetwegen, dass mit dem Menschen etwas anderes passiert, wenn er sich umbringt, als wenn er eines natürlichen Todes stirbt? Große religiöse Frage, die du da stellst. Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer soll es wissen? Hm. Man darf aber nicht... Ja, aber man darf nicht, das ist ja nun über Jahre, Jahrhunderte gemacht worden, man darf nicht schlecht sprechen über Menschen, die sich das Leben genommen haben. Genau. Weil die immer in großer Not waren. Was danach ist, das weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste. Hm. Das finde ich nämlich auch, das wollte ich auch nochmal sagen, wo ich jetzt gerade schon mal hier in der Sendung bin, dass ich es immer sehr schlimm finde, wenn es heißt, sei feige, sich umzubringen. Also ich habe Respekt vor Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Also es gibt natürlich auch welche, die machen das im Affekt unter Alkohol, aber es gibt auch welche, die schreiben Abschiedsbriefe und sagen, treffen diese Entscheidung und also das kostet auch Kraft. Ja. Das sehe ich auch so. Aber ich glaube, man muss alles noch versuchen, um das Leben festzuhalten. Und wenn man wirklich nicht mehr kann, dann muss man das respektieren. Aber ich habe die Hoffnung bei dir, dass es noch viel zu finden gibt, was dich im Leben festhalten könnte. Mhm. Liebe Anna, jetzt muss ich Schluss machen. Wir unterhalten uns schon sehr lange. Oh ja, entschuldige.
Entschuldigung. Nein, das macht gar nichts. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und weiter geht es mit Ariane. Und Ariane ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Ariane. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt. Ich sitze jetzt hier auf und mir laufen die Tränen runter. Weil die letzten Sätze, so was du gesagt hast, das könnte auch vielleicht passieren, dass du das zu mir sagst. Was ist denn los? Ich war am Montag im Krankenhaus und man hat bei mir die Verdachtsdiagnose auf Blasenkrebs gestellt. Mhm. Und ich bin MS-krank, habe schon seit 6 Jahren MS, habe auch die Erwerbsunfähigkeitsrente. Und meine Mutter ist an Krebs gestorben und ich habe jetzt leider erst in 14 Tagen den Termin im Krankenhaus, wo eine Gewebsprobe genommen wird. Also ist es noch keine Blasenspiegelung gemacht worden? Doch, die haben sie am Montag gemacht. Ach so. Und da habe ich halt eine großflächige Entzündung, die ich auch nicht gemerkt habe, aufgrund der MS. Mhm. Und diese Entzündung ist schon chronisch geworden und es sehen halt einige Stellen nicht ganz gut aus. Mhm. Und mir gehen jetzt halt auch seit Montag diese Gedanken durch den Kopf. Ich bin vor ein paar Tagen umgezogen. Da gehen mir Gedanken durch den Kopf, dass es sich schon gar nicht mehr lohnt, meine Kartons auszupacken. Mhm. Und dass ich im Moment ich finde mein Leben im Moment nicht mehr lebenswert. Also wenn man mit einem solchen Verdacht konfrontiert wurde, hat man das so ausgedrückt, es könnte Krebs sein? Krebs nicht. Sie haben gesagt, es könnte bösartig sein. Ja. Aber ich weiß ja jeder, was es heißt. Mhm. So, wenn man sowas hört, ist jeder Mensch geschockt. Jeder. Und ist völlig normal. Ja, ich habe im Moment so viel Pech gehabt, auch mit meiner MS. Und ich bekomme bezüglich der MS eine Chemotherapie, die hätte diesen Freitag stattfinden sollen, die ich jetzt absagen musste, weil wenn ich die OP habe und die Blutwerte sind nicht in Ordnung, können sie die Vollnarkose nicht machen. Mhm. Ariane, ich würde nur vorsichtig sein mit einer Diagnose, mit einem Verdacht, der aufgrund des Hineinschauens in die Blase formuliert wurde. Man kann es definitiv erst sagen, wenn eine Gewebeprobe entnommen wurde. Ich finde, dass das schon noch sehr viel Hoffnung gibt, was du jetzt erzählt hast. Die Blase ist sehr entzündet, das kann sein, es muss es aber auch nicht sein. Das heißt, da besteht noch ganz, ganz viel Hoffnung. Wenn man dir gesagt hätte, sie haben definitiv, sie leiden unter Blasenkrebs, ist das ein viel noch dramatischerer Zustand als jetzt. Es kann sein, dass du Entwarnung kriegst in ein paar Wochen. Aber diese paar Wochen durchzuhalten. Das ist schwer, das glaube ich. Das glaube ich. Und Und selbst dann glaube ich noch, dass wenn das sehr, sehr früh erkannt ist, dass du eine gute Chance hast, gut behandelt zu werden. Und das ist das, worauf ich dann keine Lust habe. Bitte? Weil ich meine Mutter habe sterben sehen und ich gesagt habe, ich möchte es nicht enden. Jetzt habe ich gerade vergessen, wann wird die Gewebeprobe entnommen? Erst in 14 Tagen. In 14 Tagen. Das heißt, diese 14 Tage sind jetzt wirklich grauselig. Das verstehe ich. Aber versuch es doch, ich meine, das ist leicht gesagt als Nicht-Betroffener. Versuch es doch, aber ich sag's trotzdem, versuch es doch von immer wieder und immer wieder von der Seite, von der hoffnungsvollen Seite zu sehen. Vielleicht ist es nur eine ganz schlimme Entzündung. Vielleicht ist es kein Krebs. Vielleicht ist es etwas, was sich bereinigen lässt, bald bereinigen lässt. Das kann ich so noch nicht sehen. Weil es standen bei mir in Bezug auf die Gesundheit, habe ich schon länger kein gutes Händchen. Es hieß Verdacht auf MS, es war MS. Mhm. Verdacht auf Epilepsie, es ist Epilepsie. Mhm. Und jetzt das. Also ist das Nervenkostüm dünn. 30, erwerbsunfähig, die Rente und ich bin am Ende. Hast du einen Menschen, der dir beisteht? Nee. Keinen? Also keinen Partner, nicht zumindest. Du lebst alleine? Ja. Ariane, jetzt muss ich leider, das tut mir irre leid, hier erstmal abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Wir werden dich aber gleich wieder anrufen, ich verspreche es dir. Wir müssen irgendwie versuchen, dass dir jemand zur Seite gestellt wird, der dir jetzt über die schlimme Zeit hilft.
Du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder, okay? Okay. Bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. In der Technik Volker Tarke.